Moin moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Segelflug 1x1, heute mit dem Thema Thermik suchen oder besser gesagt, welche Indikatoren es dafür gibt, also zum Beispiel Windräder oder Traktoren, die ein Feld umflügen. Da gibt es auf jeden Fall einige, die einem speziell bei Blauthermik weiterhelfen, und auf die will ich jetzt im folgenden Video mal ein bisschen drauf eingehen. Die folgenden Tipps in dem Video sind jetzt vielleicht nicht für die, die eh schon die absoluten Cracks im Streckefliegen sind, sondern eher für die, die frisch ihren Schein haben, noch nicht so die Erfahrung nachweisen können im Streckenfliegen und einfach sich mal ein bisschen weiter bilden wollen, quasi in die Richtung des Thermiksuchens auch. Und die Hinweise, die ich gebe, sind auch meistens nur von Vorteil, wenn du eh schon tief bist und so ein bisschen am Kämpfen, um die Außenlandung zu verhindern und doch noch zum nächsten Flugplatz zu kommen. Tipp 1 ist, die Bewegung der Felder um sich herum mal ein bisschen zu beobachten. Nehmen wir an, wir haben Windstille, sind relativ tief, und dann sehen wir auf einmal in dem einen Feld, dass sich das Getreide in so wellenden Bewegungen ein bisschen bewegt oder peitscht in eine Richtung. Dann können wir davon ausgehen, dass irgendwo in der Nähe eine Thermikblase sich abgelöst hat und die Luft in der Bodennähe einfach mal nachströmen muss. Ins Epizentrum quasi der Thermikblase. Und wenn man jetzt diese Wellen sieht und denen folgt und versucht darüber zu kreisen, könnte es sein, dass man da an dieser Stelle dann Thermik erreicht. Sehr schwer ist es nur dann, wenn wir eh schon Bodenwind haben und die Felder in alle möglichen Richtungen peitschen und was auch immer. Da kann man es dann nicht so genau herausfinden. Da kommen wir aber jetzt gleich zu meinem nächsten Hinweis, und zwar durch Windräder. Bei denen ist es ein bisschen eindeutiger zu sehen, auch wenn wir einen konstanten Wind am Boden schon haben. Dafür habe ich mal jetzt eine kleine Animation erstellt, die das ein bisschen veranschaulicht. Und zwar haben wir drei Windräder, die alle parallel zueinander drehen. Aber auf einmal beginnen die Längsachsen der Windräder, die gedachten, so ein bisschen herauszuwandern. Und wenn man jetzt die Theorie von vorne nochmal sich vorstellt, dann haben wir das so, dass in der Mitte eine Thermikblase hochgeht und von außen die Luft aus allen Richtungen versucht nachzuströmen. Das funktioniert auch nur dadurch, dass die Windräder sehr empfindlich reagieren auf Windveränderungen oder Zunahme. Speziell jetzt auch bei Windstille, und auf einmal fängt ein Windrad an zu drehen, dann wissen wir, dass da was abgeht, also eine Thermikblase, fliegen hinter das Windrad und haben da dann meistens nochmal ein Steigen, um wieder Höhe zu gewinnen. Beim nächsten Hinweis geht es um Steinbrüche. Das müsste ja jedem bekannt sein, dass sich in den Steinbrüchen die Luft besonders gut staut und aufheizt und irgendwann dann ablöst und nach oben steigt. Und diese Ablösungen werden sehr oft durch Bagger oder fette Transporter, die im Steinbruch unterwegs sind, aufgewirbelt. Und der ganze Staub, der dann da auch mit in der Luft ist, der kennzeichnet die Teile dann auch richtig gut. Also da hatte ich oft vor mir eine ganze Staubwand, die aus dem Steinbruch nach oben gestiegen ist. Und wenn man in die reinfliegt, hat man sehr oft ein gutes Steigen. Das Ganze sieht man nicht nur in den Steinbrüchen, sondern oft auf Feldern, auf denen gerade der Bauer ein bisschen das Feld umpflügt oder gerade Getreide aberntet. Da entstehen auch diese Rauchsäulen, die nach oben steigen und die Thermik gut kennzeichnen. Da müsst ihr mal ein bisschen drauf achten, und hat mir auch schon sehr oft weitergeholfen. Beim nächsten Punkt geht es darum, die Wolke möglichst von vornherein gut anzufliegen. Das heißt, wenn man sich so 1 bis 2 Kilometer von der Wolke entfernt befindet, schaue ich mir das Ding schon mal an und versuche Bewegungen in der Wolke zu erkennen. Das sieht man oft am Rand, dass da Wirbel entstehen und sich so einkringeln. Das heißt, da ist viel Bewegung dabei. In dem Bereich könnte die Thermik stehen. Oder noch eindeutiger ist, wenn die Wolke richtige Butzen oder Auswüchse hat auf der einen Seite, die stark nach oben steigen, dann ist natürlich auch klar, da hat man einen ordentlichen Bart stehen, der die Wolke richtig nach oben presst. Wichtig ist ja, dass man von vornherein wenig Zeit verliert und direkt ins starke Steigen kommt, und durch die zwei Methoden könnte das ganz gut funktionieren. Viel einfacher hat man es natürlich dann, wenn bereits Segelflugzeuge oder Vögel in der Thermik kreisen und man sich dann einfach nur noch anschließen muss. Speziell wenn man einen Flam hat, das die anderen Flugzeuge anzeigt, dann sieht man schon direkt, welche Steigen sie haben, ob es Sinn macht, dahin zu fliegen oder nicht. Oder von vornherein ein bisschen beobachten, steigen sie die schneller als ich in der Thermik, die ein bisschen weiter weg ist, oder doch langsamer und ich habe die richtige Wahl getroffen. Da muss man einfach die Augen ein bisschen offen halten und sich ein bisschen nach den anderen auch richten.
Das waren jetzt natürlich nur ein paar Hinweise auf Thermik, da gibt es noch etliche mehr. Falls ihr aber noch einen super Hinweis habt, eine todsichere Methode, um Thermik zu suchen, dann schreibt es einfach in die Kommentare, bin mal gespannt, was da kommt. Und ansonsten wünsche ich schöne Flüge und bis bald.